Hallo zusammen, mein Name ist Enneke. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge von Close to the Sun. Ja, was war das für eine grandiose erste Folge, meine Freunde? Jetzt wollen wir mal aus dem Fahrstuhl raus. Hallo? Boah, geil. Okay, das ist schon hart cool. Wir schauen mal. Wir sind hier, Deck 24, Deck 24, wir sind da oben, wir sind unten rechts rein und haben uns da irgendwo lang gewuselt und jetzt sind wir Deck 24. Teslatorium sind wir jetzt. Okay, dann lass uns mal das Teslatorium anschauen. Boah, geil. Ist ja alles zum Glück gar nicht übertrieben oder so, ne? Okay. Hier spricht die Dispatcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich wiederhole, hier spricht die Dispatcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand da draußen? Rose? Ada! Heilige Scheiße! Rose, was zur Hölle machst du hier? Moment, was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Egal was es war, wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, hör mir gut zu. Wir müssen dringend hier weg. Es breitet sich auf. Ada! Ach, komm schon. Vielleicht kann ich ein besseres Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben... Ja? Platziere. Wieso haben wir von unserer Schwester einen Brief bekommen, den sie aber gar nicht abgeschickt hat? Das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden, meine Freunde. Oh, dann links oder rechts? Wir gehen mal nach geradeaus. Da. Bitte. Hallo? Hallo? Ich will mein Burger. Na dann nicht. Okay. Lass uns mal nach links. Wie gesagt, die Tesla-Spule. Hallo? So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist mir viel zu ruhig. Wir gehen nach oben. Moin. Moin. Der erinnert mich so ein bisschen an Steve Martin. Kennt ihr Steve Martin? Stimmt, ne? Was zur Hölle ist das denn? Und was ist das? So eine Art Museum? Wir gehen erstmal ganz kurz hier hin. Die Helios. Ah, die Helios. Benannt nach der Sonne und selbst eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie. Dies ist ein geschützter Raum für diejenigen, die offen sind und ein Talent für Wissenschaft haben, um die Grenzen menschlichen Bestrebens zu erweitern. Außer Sichtweite von neugierigen Blicken und zynischen Spekulanten. Das Einzige, was hier zählt, ist der Fortschritt dabei, wortwörtlich nach den Sternen zu greifen. Sie ist unser schwimmendes Zuhause und die Wiege der technologischen Entwicklung der Menschheit. Sie befinden sich in der Zukunft der Menschheit und sind sehr, sehr willkommen. Alter Schwede, da hat er sich aber auch ein Schiff gezimmert, ey. Ich glaube, da ging es die Titanic noch irgendwie in Dreck oder so, oder? Alter Verwalter. Da, da, da. Alles voller Patente hier. Und peaceful und neutral. Neutral. Unbound und... Mann, Mann! Okay. Was?
Jetzt bin ich mal gespannt. Was für ein Verrückter baut ein Museum zu seinen Ehren in seinem eigenen Haus. Voll geil. Kann ich da ran? Rein? Ich bin mir nicht sicher. Alter Finne. Death Ray. Mit dieser Maschine werde ich die Welt ein für alle Mal vom Krieg befreien. Mein geliebter Todesstrahl. Es mag widersprüchlich klingen, dass so etwas für Frieden sorgen soll. Aber damit ausgerüstet würde niemals jemand einen Angriff gegen uns in Erwägung ziehen. Das ist zumindest die Theorie. Wow. Kann ich da rausgucken? Boah, schon geil gemacht. Der Regen und sowas gefällt mir richtig, richtig gut. Gut. Dann halt haben wir mal sein eigenes Museum gebaut, wa? Earth Cake Machine. Okay, soll Erdbeben erzeugen. Alles patentiert natürlich. Automatic Chips. Mhm. Der Tesla Tower. Mein erster Tesla Tower in Wardenclyffe war ein großer Erfolg. Ich wusste schon immer, dass mein Traum, kostenlosen Strom drahtlos auf der ganzen Welt zu verteilen, ein voller Erfolg werden würde. Was ich nicht vorhergesehen habe, war die Unersättlichkeit der menschlichen Rasse. Die Gier nach mehr, mehr und mehr Strom. Drahtlose Übertragung von Strom, das ist der einfache Teil. An den Strom heranzukommen, das ist die knifflige Aufgabe. So ist es. Neonlicht. Tesla Coil. So, was haben wir hier? Zeitungs-Call. Erdbebenmaschine bringt Stadtblock zum Einsturz. 7 Tote und zahlreiche Verletzte bei Gebäudeeinstürzen. Missglücktes Experiment verursacht Schäden im Lagerviertel von Wardenclyffe. Wardenclyffe verspricht Entschädigung und Wiederaufbau nach gescheitertem Test neuer Erfindung. Na, ich kann mir aber vorstellen, dass der Nikola Tesla, dass der auch nicht immer so der beliebteste Mensch gewesen ist. Schätze ich mal. So. Gehe ich jetzt wieder raus? Nee. Wir gehen einfach mal hier lang. Bin mal gespannt, wo uns der Weg ein jetzt... Ein gruseliges Schiff, voller Wissenschaftler, mitten im Meer. Was soll da schon schiefgehen? Ich will es gar nicht wissen. Oh, oh. Ach du Scheiße. Jo. Ach du liebe Güte. Was zur Hölle ist hier denn passiert? Was zur... Ach was. Hallo? Ist hier jemand? Okay, das ist weird. Ach, hier sind die. Was zur Hölle? Boah, ich habe gerade voll die Apple-Tapete. Was? Rose, bist du da? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, aber was zur Hölle soll ich hier?
Wenn du den Brief nicht geschrieben hast, wer dann? Es ist deine Handschrift und alles. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber es könnte sein, dass ich es war. Nicht mein Gegenwarts-Ich, sondern mein Zukunfts-Ich. Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich schwöre, ich kann alles erklären. Wir treffen uns in meinem Apartment. Von da aus werden wir zusammen fliehen, okay? Wovor genau fliehen? Rose, es ist hier nicht sicher. Es breitet sich auf dem ganzen Schiff aus. Ich erzähle dir alles, sobald wir in meinem Apartment sind. Du musst dir eine Faraday-Keycard vom Check-In-Schalter in der Haupthalle besorgen. Die sind in einem Wandtresor. Die Kombination sollte irgendwo in der Nähe notiert sein. Die Keycard bringt den Aufzug automatisch in den richtigen Bezirk. Hast du alles verstanden? Ja. Tresor öffnen, Keycard nehmen, zu dir in dein Apartment. Alles verstanden. Super. Ich werde eine Weile lang nicht über Funk erreichbar sein. Komm einfach her und pass auf dich auf, okay? In Ordnung. Aber wenn du da bist, erwarte ich einige Antworten. Abgemacht? Abgemacht. Oh, Schwester Herz, auch wenn ich nicht erklären kann, warum und wie du hierher gekommen bist, ich bin wirklich froh, dass du da bist. Bis bald. Bis bald, Schwester Herz. Holen Sie die Keycard aus dem Safe an der Wand. Alter Finne, ich bin irgendwie... Wieso glaube ich immer noch nicht, dass... Wieso glaube ich nicht, dass wir die Schwester finden? Was ist das? Ach, so eine Maske haben die doch getragen, ne? Maske Biolabs. Die Gravur auf der Innenseite lautet Biolabs Anonymitätsmaske. Rückgabe an Wardenclyffe-Mitarbeiter. Wer war der Mann am Aufzug? Das war wohl hier irgendwie die Festhalle oder sowas? Das ist unfassbar, wie ein Spiel so jemanden fesseln kann, so. Okay, das sieht total... Gravur auf der Innenseite lautet Tech Labs Anonymitätsmaske, Rückgabe an Wardenclyffe-Mitarbeiter. Boah, wie krass, ey. So, was haben wir hier? Hier ist. Da haben wir noch was. Neues Collectible eingesammelt. Gravur auf der Innenseite lautet Ship Security Anonymitätsmaske Rückgabe an Wardenclyffe-Mitarbeiter. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind ja nicht alleine, Leute. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt in der Main Hall. Sind doch in der... Also das ist die Haupthalle. Von da aus sollen wir irgendwie den Wandtresor öffnen, um diesen Fahrstuhl hier zu nehmen. Blut. Hier ist überall Blut. Ach, weißt du was, wenn wir schon mal da sind, können wir hier auch durch, oder? Oder auch nicht. Wo ist denn der Wandtresor? Ist das der Wandtresor? Ich bin mir unsicher. Ich geh einfach mal rein und dann kommt bestimmt was ganz Bescheuenes. Hinter der, hat sie gesagt Theke? Ich habe nicht richtig zugehört. Ah. Stimmt hier irgendwo. Was war das? Überall Vögel. Ich bin echt gespannt, was hier passiert ist. Kommen wir auch nicht rauf? Oder rein? Ich
Vielleicht andere Seite? Was? Hier ist noch was? Na toll, jetzt kommt da bestimmt irgendein Scheiß. Hier ist noch ein Memo. Erik, vergiss nicht, den neuen Sicherheitscode aufzuschreiben, wenn du ihn änderst. Margaret musste letzte Woche extra von den Tech Labs herkommen, um die Sicherheitsmechanismus zurückzusetzen. Das fand sie gar nicht gut. Vermassel es nicht noch einmal. Aktueller Code 142. 142. Da ist der Code. Das muss der Tresor sein. Also, um ihn zu öffnen... Eins, vier, zwei, richtig? Ach so. 1, 4, nee, warte mal. Okay, warte mal. 1, 4, aber warte mal, gibt's hier eine 1, 4? 4, 1, 1, warte mal, okay, warte mal, 1, lass uns mal die 1 dahin machen, 4, okay, dann müssen wir das andersrum machen. Eins, vier, zwei war doch richtig, oder? Warte mal. 1, 4, 2 bin ich der Meinung, ne? 1, 4, 2, ja. 1, 4, 2, dann müssen wir das verkehrt rum machen, glaube ich. Eins, vier, zwei. Haben wir das zwar schon hier? Also nochmal von vorne. Also, wir müssen das dann quasi so machen. Eins. Eins, vier. Ne, warte mal. Die zwei muss zum Schluss. Und dann. Eins, vier. Eins, drei. So. Sehr geil. Fahrschul-Keycard. Bingo. Eine Keycard für den Aufzug. Benutzen Sie Ihren Aufzug. Okay.
ist wahrscheinlich eine beschissene Idee, weil wir wahrscheinlich gleich laufen müssen. Oder? Alter. Da kommt aber bestimmt gleich jemand, oder? Wo? Gut. Ich hoffe, das funktioniert. Ich will da nicht hin. Oh Gott, Leute. Besucher Neuankömmlinge verlieren an Bord der Helios aufgrund ihrer schieren Größe oft die Orientierung. Daher sind immer irgendwelche Karten verzeichnet. Sehr schön. Oh Leute, das ist heftig. Die ist heftig. So, aber das zweite haben wir jetzt auch. Ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge weiterspielen. Ich freue mich richtig darauf, das Spiel zu spielen mit euch zusammen. Ich hoffe, es gefällt euch genauso. Und jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hinfahren oder hinfahren mit dem Fahrstuhl. Was uns da jetzt so kurz erwartet. Wir schnuppen da mal ganz kurz rein. Kapitel 3, das Haus der Hestia. Na komm, das gucken wir uns noch an. Und danach. Blinkendes Licht. Überall Blut. Oh, wir sind aber... Wir haben Dutt. Guck mal, wir haben einen Dutt. So. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.